So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars, zu Lego Star Wars, so rum. Fehlende Teile Geschichte fortsetzen. Yo, tun wir mal gerade Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Aha. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder? Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Meditieren darüber, ich werde. Da kann man auch irgendwas machen, ich weiß halt etwas. Was ich hörte einige Meister sagen, wenn ihr die Büsten in einer bestimmten Reihenfolge anordnet, würde etwas in diesem Raum entsperrt. Anscheinend ist die Reihenfolge mit einer alten Prüfung verbunden, an der die Meister teilgenommen haben. Vielleicht erinnert sich die Archivarin. Okay, Gerücht. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Ja. Die Jagd auf die Sumpfschwänge war ein so hitziger Wettkampf, dass ihm Gemälde und Büsten in den Archiven gewidmet wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, Dooku belegte den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Das müssen wir jetzt mal gerade kurz aufschreiben. Beziehungsweise das können wir dann später Aber machen. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil der Schiedsrichter die Sumpfschwingen, die auf seinem Kopf nisteten, nicht gezählt hatte. Okay. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln, konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige fing. Und das auch nur, weil diese von einer Bö gegen eine Fensterscheibe geweht worden war. So lautet die Geschichte. Fragt ruhig, wenn ihr sie erneut hört. Ja, das machen wir dann. Aber wir wollen jetzt erstmal hier Gerüchte hören. Das ist natürlich Ki-Adi-Mundi. Ein durchschnittlicher Sumpfschwingenfänger mit einem überdurchschnittlichen Kopf. Ah, das sind ja die Bilder. Ah, so. Okay. Jetzt müssen wir uns die Sternekarte angucken. Und da müssen wir hinreißen. Dann reißen wir mal dahin und gucken, was es da so abgeht. Ja, das sollte das richtige System sein. Halte die Augen offen nach unserem fehlenden Planeten. Da ist er doch schon. 15 blaue Sterne gibt es da. Oha. Ja, es war mir klar, dass es regnen muss. Das war mir sowas von klar. Ist ja nichts Neues. Immer wenn wir auf dem Planeten sind, es regnet. Es regnet immer. Meister Jedi, ich habe euch erwartet. Willkommen. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Ich werde erwartet? Selbstverständlich. Willkommen in Tipoca City. Wir sind Kaminoaner und das ist unsere hochmoderne Klonanlage. Genießt euren Aufenthalt. Jo.
Macht mir. Ja. Jetzt machen wir alles kaputt. Weil wir die Steine brauchen. Das Büro von Lamassu ist immer verschlossen, wenn er nicht da ist. Ich würde es begrüßen, wenn ihr nicht versuchen würdet, ohne Erlaubnis einzutreten. Der hat da irgendwas zu verstecken. Schon wenn man sagt, man darf da nicht rein, das ist schon... Das ist schon verdächtig. Wenn einer sagt, ihr dürft da nicht rein... Das ist schon höchst verdächtig. Wird kannst du springen? Naja, ist mir klar, dass du kleiner Mann da nicht hochkommst. Jetzt aber. Das Büro von Lamassu ist immer verschlossen. Ich würde es begrüßen. Plus er kommt da nicht rein. Da brauche ich wahrscheinlich immer einen Kampf dafür. Ist egal, da gehen wir mal mit der Mission weiter. Die Klonenlage noch ein bisschen besichtigen. Sehr beeindruckend. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Okay. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Ich bin mir sicher, dass sie nicht über dich sprechen, darf hier. Also irgendwie ein versteckter Stein, aber ich mache jetzt erstmal die ganze Wie alt sind? Oh ja, wir nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen. Wir haben ihre Genstruktur modifiziert, damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Und wer war ihr Spender? Ein Kopfgeldjäger namens Django Fett. Ein Kopfgeldjäger? Ich würde diesen Django Fett sehr gerne kennenlernen. Es wäre mir ein Vergnügen, dies zu arrangieren. Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung stellte Fett nur eine einzige Forderung. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Kurios, nicht wahr? Ja. Unverändert. Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und ohne Wachstumsbeschleunigung. Ja, das ist die Karte, okay. Keine brauchen wir da, um die andere Tür aufzumachen, wo wir vorhin da waren. Was ist los? Dein Funkgerät kaputt oder was? Was du sagst, ist das Level ist nicht schlecht designt hier. Aber wenn ich gleich mit wenig Action hier drin ist. Da steht mir die Action-Kopter dann noch. Das ist Djangos Zimmer. Möchtet ihr ihn treffen? Ich drücke mir die falsche Taste. Na klar. Fehlende Teile, fortsetzen. Django, willkommen zurück. Dies ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Ha? Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django. Ich glaube, Django ist der Kopfgeldjäger, habe ich das Gefühl. Immer schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nach dem wir suchen. Warum hat er den Kopfmütze auf? Und warum lachen die uns aus? Das geht doch gar nicht. Wenn unser Verdacht korrekt ist, wird er versuchen, schnell von hier fortzukommen. Wir suchen am besten die nächste Landeplattform auf. Na klar, wir sind ja dabei. Da ist ja schon die Landeplattform.
Jango Fett. Oh, der Bosskampf, cool. Schau mal, der Jedi! Opa, komm an Bord. Ich kümmere mich darum. Warum sie ihn klonen wollten. So, mal schön angreifen. Ja, der Ball kann jetzt nicht mehr. So, und jetzt noch einmal und jetzt noch mal den Plan und dann ist er nicht tot. Oh, ich schulde schon. Oh, das ist daneben. Noch daneben. Er ist ja gar nicht auffällig. Überhaupt nicht auffällig, der. Er darf nicht zu einem großen Vorsprung gewinnen. Der. Los. WC-Stopper da. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Machtreflexe haben ihren Vorteil, R4. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Folgen wir ihnen. Genau, voll weh. Wir sind gerade auf eine andere Plattform. Beziehungsweise wir können es ja so machen hier. Genau, der Weltraum. Geht's los mit der ersten Schlacht, glaube ich. Ich denke mal, dass es eine Schlacht gibt. Ich hoffe es zumindest mal. Ich bin hier schon ganz heiß drauf. Ja, wir sind wieder im Weltall. Ne, wir machen erstmal das, da gibt es einen Stein. Und boom, wir steigen ihn dann auf. Gottjäger noch jagen, glaube ich, ist das, oder? Ein Kopfgeldjäger noch und dann geht's direkt zur Mission. Also Schießübung, nee, Schießübung machen wir nicht, wir wollen ja hier. Die Mission weitermachen hier. Erstmal die Hauptsache weiter und dann gehen wir zu dem einzelnen Level wieder zurück und mache da die ganzen blauen Steine. Dad, ich glaube, uns hat einer entdeckt. Ein Scheibenwischer. Halt dich fest, Sohn, wir fliegen in das Asteroidenfeld. Wir werden sie nett überraschen. Dann überrasche dich gleich. Bereit machen. Ich bin bereit. Jetzt wird's holprig. Irgendwo hier ist er. Ich werde vielleicht Gas geben, das ist vielleicht ein Schlag. Vielleicht das hier. Du bist am Zug. Das wird ein großer Kampf. Zielsucher geben. Na toll. Ah, scharf. Ja, wir wollen eigentlich dem hier, aber. Irgendwie. Das sehe ich jetzt nur noch nicht, der überhaupt jetzt, der Stinker. Hinter uns, oder was?
Frage ist, was ist mit DCZ los? Los, verzieh dich! So willst du es also haben? Na gut. Neue Familie. Anakin würde das gefallen. Ja, wir haben einen. Ich fliege tatsächlich in ein Asteroidenfeld hinein. Ich muss völlig verrückt sein. Ja, du bist doch verrückt. Ja, der erste Punkt haben wir schon mal. Wir müssen uns nur um die Nervensäge kümmern. Ich weiß nicht, wie die Nervensäge ist, aber die Nervensäge ist hier irgendwo. Da ist die Nervensäge. Ich glaube, wenn es zu lang dauert hier der Kampf, aber hier gibt es echt viel zu erkundigen. Voll Dinge. Einen haben wir noch von den komischen Dingern hier. Aber man kann hier alles kaputt machen. Weil wir sind wieder um die hier kümmern. Ich weiß mal, da hätten wir den falschen nicht besiegt, weil sie zu zweit sind, ich bin alleine. So, jetzt machen wir den jetzt ordentlich Schaden. Komm schon, das macht fertig. Ja, komm noch, bitte, komm noch. Einmal noch, ja. So leicht schüttelt ihr mich nicht ab, Kopfgeldjäger. Da bist du ja. Irgendwo hier. Hier ist mein Talent verschwendet. Der ist da drin. Ja, wir kümmern uns gleich. Ich will zumindest mal versuchen, hier wahre Jedi zu werden. Scheiße, ja. Schöne Treffer. Der ist ja gleich kaputt. Jetzt. Komm nicht mehr. Du machst mein Leben komplizierter, als es sein müsste. Ist er jetzt hier? Sau, das war er nicht. Da ist er. Die MP-Stoß, das hätte ich wissen müssen. Was verbergt ihr, Django? Wer hat euch rekrutiert? Ich habe keine Lust auf Spielchen. Jetzt habe ich dich. Warum gibst du mich einfach auf? Das war knapp. R4, wirf die Ersatzteile ab. Das war's schon, okay? Da geht die Schlacht weiter. Ah, schade. Hier gibt es eine ungewöhnlich große Zahl an Föderationsschiffen, R4.
Arbeitswilligkeit auf. Ja, mein Lord. Ich vertraue darauf, dass alles plangemäß verläuft. Aber gewiss doch, mit diesen Droiden haben weder die Republik noch die Jedi eine Chance. Mal einer ist mit Teddy unterwegs. Du hattest wieder einen Albtraum. Jedi haben keine Albträume. Ich sah meine Mutter. Ich muss ihr helfen. Ich werde dich begleiten. Auf diese Weise kannst du mich weiterhin beschützen. Jo, liebes Paar. Ich will, dass du noch getrennte Bitte so gesehen. Schlafen. Gab es in deinem Traum viel Sand? Ja, sehr viel, aber darum geht es nicht. Wir müssen nach Mos Espa. Ich muss mich vergewissern, dass es meiner Mutter gut geht. Da habe ich mein falsches Spiel freigeschaltet. Was noch? Wir wollen leider keine wahre Helden. Jedi, da habe ich verpennt. Den Minikits haben wir auch keinen. Egal, komm. Wir machen ja jetzt 100%. Jetzt müssen wir die Galaxy-Kette wieder aufmachen. Ich hab gesagt, Galaxy-Karte. Und dann geht's mir nach Tatooine. Ah, gut, da haben wir 5 von 5, das ist gut. Und da fehlen uns noch ein paar. Wie heißt's? Ein paar Aufgaben noch. Wirklich viel Sand. Wir sind wieder in Tatooine. Da waren wir ja schon mal, wenn ihr euch noch erinnern könnt, beim Podbrennen. So. Aber wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Chris auf D86. Tschüss.